So, liebe Leute, heute ist der Glob zu Gast bei Bayreuth. Heute geht's zum nächsten Franken-Derby. Das erste haben wir ja mit 8-0 in Fürth gewonnen. Heute ist übrigens auch noch der Abschluss der Hinserie. Danach geht's in die Winterpause. Und dann geht's halt, Hansa schon wieder? Ich wollte gerade sagen, von wegen Winterpause. Das ist schon wieder ein Ligaspiel. Hansa Rostock als nächstes. Okay, habe ich nicht gedacht, dass wir das schon wieder. Also eigentlich offiziell jetzt Pause. Aber ich wundere mich, dass wir jetzt. Wieso? Warum? Was? Ich guck mal gerade in den 5-Wochen-Terminplan rein. Also hier haben wir jetzt Rostock hier. Und dann haben wir Pause, ne? Also zwei Spiele sind es noch. Fakt. So wie es aussieht, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ja, ich brauche jetzt nicht den Kalender zu erklären. Ich kann Kalender lesen. Oh mein Gott. So. Also, wie gesagt, was haben wir denn davor überhaupt gehabt jetzt mittlerweile? Wir haben jetzt angefangen, als wir aufgenommen haben, heute mit Kiel, dann haben wir gegen St. Pauli geschlagen, dann haben wir einen HSV geschlagen und dann haben wir einen Hansa geschlagen. Also Nürnberg ist tatsächlich das so ein bisschen der Ausreißer aus dem Nord, also fast alles Notierungs außen Norden, wie gesagt, außer die Löwen, außer Nürnberg und danach ist Winterpause, ja. Also es sind jetzt noch zwei Spiele und danach geht es erst wieder weiter mit St. Pauli. Oh, Schalke im Pokal. Ja, super. Mein Lieblingsverein auch noch im Pokal. Na egal. Okay, um weiterzukommen, müssen wir sowieso anschauen. Also danach kommt dann Pauli und Kiel. Also es geht quasi dann nahtlos weiter in den nächsten Tagen und Wochen im Norden. Und dann um 60 Nürnberg, Darmstadt, Ingolstadt. Und dann geht es so langsam in Richtung Ende der Saison. Also quasi ist die Hinserie einmal umgedreht. Warum auch immer. Ich hätte sie gerne als Hinserie wie Rückrunde gehabt. Aber gut, okay. Machen wir heute Nürnberg und dann gucken wir mal, was wir so heute hinkriegen. Auf geht's! Gehen wir erstmal in die Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Dann machen wir das doch gleich. So, wir müssen das schon wieder umbauen. Ah. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt zwei Spiele haben und dann könnten wir vielleicht mit ein bisschen Glück die beiden Verletzten zurückkriegen. Dann hätten wir zumindest wieder eine Alternative. Wir müssen gucken, dass wir die zwei Verletzten noch zurückkriegen. Dann hätten wir wieder einen. Wir müssen uns einfach nur aufs Training konzentrieren. Wir konzentrieren uns jetzt noch wundern sich auf irgendwelche Gegner. Ich bin mir sicher. Ja. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. So, gehen wir rein Richtung Match. Auf geht's. So, wieder einmal ein bisschen durchrotieren. Wir müssen es ja immer wieder machen. Leider, weil ich es immer wieder verraffe. Heute bleiben wir so bei der Startelf, wie es passt. Ja, wie gesagt, in die Winterpause kommen wir noch. Das kriegen wir auch noch hin. Also wir haben jetzt noch zwei Spiele. Jetzt kommt Nürnberg und dann geht es gegen Hansa. Das Rückspiel im Heimspiel. Ein spannenderes Duell könnten wir uns am heutigen Tage eigentlich gar nicht wünschen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Heute mal mit dem Heimspiel. Ja,
Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell. Es kann nur hochklassigen Fußball geben. Ja, die Jungs klatschen sich an. Das ist nochmal, das ist ein Derby. Und wir wollen ja hier heute was reißen. Fürth haben wir geschlagen und jetzt geht's gegen Ding. Ja, die Fürther wird sehr ungern, aber den größeren der beiden Clubs aus dem Frankenland. Naja, wie dem auch sei. Die Tabelle sagt gerade in der zweiten Liga 4 auf 10 und Nürnberg auf 11, also so geht das Thema. Aber wie gesagt, muss jeder von sich selber entscheiden. Als Schalker habe ich natürlich mit dem Club. Also ich finde auch weh, dass wir tatsächlich auch meine Liebe, meine große Liebe im Pokal treffen. Ja, ich weiß, wir sind letzten Jahre sehr schwer. Wir sind jetzt mit dem Abstieg. Wir sind am Teil zweiten Liga. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Saison genauso laufen. Aber ist halt einfach so. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf FIFA und ich bin von Bayreuth. Wir wollen natürlich hier unsere Erfolgsserie weiterhalten und diesen 4-Punkte-Abstand auf den SC Freiburg ja, vielleicht außen hätten sie jetzt Platz. Lipper. Da ist die Flanke. Ja, schade. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Nee. Erstmal nicht. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit den meisten Toren. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste Sturm, das will ja was heißen. Nicht einfach okay. Die Leute, zwar dieses Konzept, dieses Offensivkonzept nicht. Ich perfekt umsetzen können. Ja, nicht, aber die Treffsicherheit da ist da, der Ball läuft immer wieder gewesen. Perfekt. Und nach 10 Minuten sagt er wieder rote Karte zurück zu Linien. Und noch Zeit zu sagen, und jetzt schon zurück zu den 10 Minuten, dann kommt die Sandschaft. Und meine Meinung ist, dass der Keeper da gar nicht so gut aus. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Ja, ich nehme ihn da jetzt gerade nicht aus der Situation. Ich muss mir das Ding jetzt gerade einfach noch mal kurz angucken. Oder wenn er fertig ist. Ach, okay. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und das letzte Derby zu Hause fallen auch verloren. Mit 2. Jetzt wäre der Platz 3. Auf außen da. Sehr alt zu drei, wie auch immer. Könnte der Ausgleich werden? Aber es ist der Anschluss. Ja, es ist der Anschluss. Das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die genau perfekte wie gegen Antwort, machen den Ausgleich. Genau so wie gegen die Wiederholung zeigt es deutlich, dass er überhaupt nicht auf seinem Posten. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert ihn zu Recht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Hugo Lovoa, Tor Nummer 21 in der 17. Minute. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Da kommt. Der Spiel steil. Eckloff, dreht das Spiel. Dreht das Spiel. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Tor Nummer 2 für heute. Eckloff. Tor, wir haben, glaube ich, wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Jawohl, Deckloch, Doppelschlag. Jetzt steht es hier 2-1. Eine oh, enge Kiste. 3 Tore gefallen schon. Ja.
Daly. Daly, ja. Oder Falzer. Aber dann ist der Ball doch weg. Die ja. Szene damit also beendet. Ja, der. Geh mal da oben rein. Immer mal den erstmal den Schwerner mit auf der Außenbahn. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Also die erste Chance, die Bayern erstmal noch nicht nutzt. Und damit hat er hier dann machen wir die Ecke rein. 3-1. Nuvor. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 3-1 heißt es also jetzt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Cavallo, Pedro. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Das ist viel, viel Platz auf der Außenbahn. Und jetzt wäre das nächste Weg. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Nürnberg kann über außen kommen. Ganz aber nicht. Ball ist weg. Zumindest ziemlich vorerst. Ball verlässt der Knoberer. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da erstmal stehen. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Okay. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jetzt geht jetzt aber das zurück. Nächste Foul. So, erstmal Geld für also den Freistoß. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Keine Karte, aber deutliche Worte vom Schiri. So eine Aktion will er nicht mehr sehen, sonst gibt's gelb demnächst. So. Ja, der. Gut gemacht. Der Ball, da holen Sie sich den Ball zurück. Jetzt komplett raus aus der Situation. Da so, Konterchance. Vielleicht jetzt. Kommt nicht wirklich hinterher. Doch, er kommt wieder ran. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter maßhaft sein. Ein guter Block hier. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Und dann holst du dir auch den Sieg in so einem Spiel. Wir müssen noch abwarten, aber die Führung ist deutlich. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. So. Gut. Auf geht's. Halbzeit. Durchgang 2 läuft. Ich muss mich überall mal hinsetzen, vernünftig. Ja, und ich bin erkältet. Wo sind die bei? Es kann also das sein, dass ich manchmal ein bisschen Atemprobleme habe, aber weil die Mund bei dir alles zu ist. Ah, schade. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ja. Ah, schade. Abseits. Der läuft ein wenig zu früh los. So. Ball kommt. Ja, Petro, der jetzt gegen zwei durchkommt. Lange Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Na, du mal der Achter. Er geht dazwischen. Nächster Ballverlust der Nürnberger. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Kein Problem, den hat er. Ecke in die Mitte.
Nein, keine gute Befreiung hier. Mattei, ja. Ah, der Ball verläuft. Der wollte sich nämlich schon stellen. Der hat schon mal so ein Ding in der zweiten, in der dritten. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr ja, gut gemacht vom Schiedsrichter. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, schön gemacht vom Außenbahnspieler hier. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ach, voll auf damit. Und der nächste ganz Ball. Ganz alleine. Mit diesem Nachsitzen. Hat er den Gold. Molder Deli. Stark. Das war gelbverdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Gelb. Es gibt hier Gelb. Er war schon ermahnt, daher klar, dass jetzt Gelb kommen muss. Und das haben sich die die Bayreuther auch ein bisschen selber zuzuschreiben, weil die haben den Ball da außen verloren, die wollten eigentlich rausspielen. Super Parade. Ach, das war ein richtig schwieriger Ball. So, ich muss jetzt durchwechseln, weil das ist so jetzt, da der nächste vom Platz fliegt, will ich da jetzt nicht noch, deswegen, ja, ich will es halt nicht auskehlen. Deswegen geht jetzt auch noch ein Innenverteidiger rein. Bevor da jetzt was passiert. So, nächster Wechsel. Ja. Es wird jetzt hier gewechselt. Es ist einfach jetzt nur eine Vorsichtsmaßnahme. Normalerweise würden sie beide mit Eckler und ich hätte gerne, es heute jetzt einfach gelassen. Kurze Ecke. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Ja. Peters. Peters. Guter Pass ja, jetzt. Schön, aber kein Abseits. Pedro. Gott. Na, Gott. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder ach, so ja, eine schon. Schöne Aktion. Passt. Ehrlich. Und da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren. Ganz stark gelöst. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Kann ich das Nummer nicht rausnehmen? Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Töter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Ja, schön ausgespielt hat. Die Dose, ja gut, zwar schön. Ja, schade, denn dann aber. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Geht da voll in diesen Zweikampf. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Glanzparade. Ja, tolle verhindert. Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Das 1:4. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Jetzt war das kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Der Verteidiger. Schade. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Den Ball runter. Da läuft das so ohne Probleme. Also ich wundere mich, dass wie gesagt Nürnberg den Mitarbeiter nicht rausgenommen hat. Der ist ja schon seit der ersten Halbzeit irgendwie gefühlt verletzt. Viel Platz für den Konter jetzt. Scherner. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Jetzt der Volley. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Traum auch gegen Fürth. Jetzt trifft er gegen die Nürnberger. 5:1. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gerechnet. Ja, war jetzt zu halten für Martin, ja. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sterner, der es ohne Probleme löst. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ja, soll ich noch mal rum? Da.
Das war's für heute. Das war's. 5-2. Schleckenmann. Sehr gut, dass sie Nürnberg. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Aufgabe auf jeden Fall ist gelöst. So, gut. Ja, Aufgabe gelöst, wie gesagt. Gut. Ach, ich bin auch wieder los. Unentschieden in Sandhausen. Das haben wir kurz gesehen. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja, kurz die. Ah, super Leistung, ja. Hat er gut gemacht, definitiv. Wir waren einfach heiß. Wir waren bereit. Ja, war ein bisschen zu verbissen. Vielen Dank für diese Aussagen. Muss man so sehen. Es waren ein paar gelbe Karten, meiner Meinung nach, zu viel. Die waren einfach unnötig. Gut, liebe Leute, bevor es dann in den Hinrundenabschluss geht, gegen Hansa Rostock, verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann geht's gegen Hansa.